Wikisana, die neue Plattform. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich spreche heute mit Dr. Jorge Alberto Duque über die Möglichkeiten alternativen Behandlungen zum Thema COPD und Asthma. Was er für Erfahrungen gemacht hat die letzten 6 Jahre mit einem besonderen Gerät, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Herr Dr. Duque, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Prima, gut wieder hier mit Ihnen zu sein. Und als Einführung möchte ich Ihnen sagen, dass mit 80 Jahren traue ich mich zu sagen, dass die Medizin heute nicht gerade auf dem korrektesten Weg ist, weil man möchte die Krankheiten taufen. Asthma, nicht wahr? COPD und so weiter. Und dann wird man mit sehr viel Eifer, mit sehr viel Studium, mit sehr viel Kosten, fängt man an, diese Namen zu behandeln. Man vergisst aber vollkommen den Patienten, der diese Krankheit angeblich hat, zu betrachten, nicht wahr? Anzufassen, zu verstehen und ihm die Möglichkeit zu geben, das zu auszusprechen, was er innerlich und äußerlich spürt. Sie hatten ja auch schon mal in einem Interview gesagt, dass wir Menschen Energie sind, und da könnte ich mir vorstellen, dass die Elektronen da eine wichtige Rolle spielen in Bezug auf Krankheit und Gesundheit. Ja, natürlich. Ich meine, wir sind von Elektronik heutzutage vollends umkreist, ob wir es wollen oder nicht, nicht wahr? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Schwingungen von verschiedenen Wellen uns durchdringen, aber wenn ich verstehe, dass ich bin Jorge Alberto Duque, die Batterie Duque, nicht wahr? Und diese Batterien haben ein positiven und einen negativen Teil. Die Japaner nennen das Ying und Yang, also das ist also die Chinesen, nicht wahr? Ich nenne das die positive und die negative Seite der Energie. Andere nennen es die weibliche und die männliche. Die männliche Seite der Batterie. Wie es auch immer sei, nicht wahr? Wir müssen ein Equilibrium suchen, damit wir überhaupt von Gesundheit sprechen können. Und das geschieht nicht immer mit einer Pille, mit einer Spritze, nicht wahr? Manchmal geschieht es mit einer Umarmung, nicht wahr? Mit einem auf die Schulter tappen, und das ist genügend. Ja, mit einem Lächeln. Sie haben ja vor über 40 Jahren mit Ihrem Bruder zusammen die alternative Medizin nach Kolumbien gebracht. Ich habe ganz vergessen zu sagen, dass Sie ja gerade in Kolumbien zugeschaltet sind und so gut Deutsch sprechen, weil Sie damals auch in Deutschland auf ein Internat gekommen sind, weil Sie in Kolumbien aus allen Schulen rausgeflogen sind und dann dadurch auch so gut Deutsch sprechen mittlerweile. Diese alternativen Methoden, gerade in Bezug auf COPD und Asthma, was sind da wirklich so die herausragendsten Therapieformen, wo Sie wirklich für sich sagen, boah, das hat mich wirklich begeistert und überzeugt? Also, wenn ein Mensch schon den Stempel von COPD auf die Stirn gebrannt bekommt, nicht wahr? Dann wird er für COPD behandelt. Aber nicht er, sondern das COPD wird dann behandelt, nicht wahr? Man vergisst aber, dass der Herr seinen Job verloren hat, dass er finanzielle Schwierigkeiten hat, dass seine 17-jährige Tochter aus dem Haus gelaufen ist und so weiter und so fort. Herrgott, das sind alles Sachen, die in der Energie, in der Qualität der Energie des lebenden Wesens irgendwie mitwirken.
wa? Sie können nicht schlecht gelaunt Praxis machen, weil sie dann alles negativ sehen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die äußeren Einflussfaktoren wie Umweltverschmutzungen im Luftraum, wo wir ja gar nicht steuern können. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere dann einfach auf solche Vergiftungsprozesse sensibler reagiert und der Körper sich irgendwie einen Weg sucht, um sich davon zu befreien und dann vielleicht auch den Husten als Mittel zum Zweck nutzt, was dann fälschlicherweise vielleicht als Krankheit deklariert wird. Dabei muss der Körper vielleicht in der Entgiftung unterstützt werden. Ja, genau. Also wenn Sie einen guten Wagen haben, Sie sind ja ein Ferrari, nicht wahr? Ja, die Sie fahren auf der Autobahn. Sie fahren auf der Autobahn und plötzlich geht die Uhr, wo der Ölstand angezeigt wird, geht an, nicht wahr? Sie können nicht einfach Ihren Stöckelschuh nehmen und die Lampe kaputt machen und sagen so, jetzt hat sie es getan. Nein, Sie müssen anhalten, mal sehen, ob der Ölstand richtig ist, ob er Öl braucht. Und wir behandeln mit dem Stöckelschuh und machen dann die Alarmuhren kaputt, die Alarmzeichen, nicht wahr? Und dann werden wir dann Symptomenbehandler, nicht wahr? Aber die Person, dieses energetische Wesen, dieses wunderbare Wesen, das vergessen wir vollkommen. Jetzt, Sie hatten ja in einem letzten Interview auch über diese Energy-Technologie gesprochen, wo doch viele Klienten zu Ihnen kommen und sich behandeln lassen damit. Was ist es nur in Bezug auf die Lunge und auf COPD oder gibt es noch andere Krankheiten oder muss man gar nicht krank sein, sondern ist es einfach wichtig, frische Luft zu atmen, die einfach angereichert ist dementsprechend? Manchmal kommen bei mir Patienten an von sehr weit her. Kolumbien ist ein großes Land, nicht wahr? Kommen Bauern in den meisten Fällen und sagen mir, Herr Doktor, ich bin hier, weil man mir gesagt hat, dass die Herz behandeln. Da habe ich gesagt, nein, ich behandle überhaupt kein Herz, kein Bein, kein Knie, kein Busen, keine Nase. Ich behandle Menschen, die ein Problem in der Nase haben oder in der Lunge oder in der Prostata oder am Uterus oder weiß Gott was. Aber ich behandle keine Krankheiten, nicht wahr? Ich behandle Menschen, die aus irgendwelchen Gründen bei einem und bei anderen sind es andere Gründe, irgendwie aus dem Weg geraten sind. Gerade diese Thematik auch vor Ort in Kolumbien, wie kann ich mir das vorstellen? Wie therapieren Sie da gerade diese? Also klar, den ganzen Menschen, aber mit was für einer Energie? Also was ist das Besondere an dieser Therapieform? Das Besondere ist, dass wenn Sie sich an so ein Gerät anknüpfen, nicht wahr, an so ein Vitalisierungsgerät, atmen Sie 21 Minuten die genaue Menge von reiner Luft und Sauerstoff, die Sie brauchen, nicht wahr? Und das ist das Wichtige. Bei so einem wichtigen Motor wie bei einem Ferrari, nicht wahr? Wie Sie und ich, nicht wahr? Muss man mit den genauen Mengen arbeiten und nicht irgendwie, ja, geben wir den so und so viel, egal. Er soll dann zusehen, was er damit anschafft. Nein, wir müssen ein bisschen mehr Respekt für uns selbst irgendwie aufbauen, nicht wahr? Und die Medizin muss mal anfangen zu sehen, dass wenn ein Patient mit einem Problem in der Nase kommt, dass dieser Patient auch Knie hat und Ellenbogen, nicht wahr? Und Herz, nicht wahr? Und ein Gehirn und Sorgen, nicht wahr? Und ein Bankkonto, was auf Rot ist, hat. Und das alles sind energetische Einflüsse, die wir mit einbetrachten müssen. Jetzt habe ich ja schon in einigen Interviews darüber gehört, dass es ja im Grunde wie ein Waldspaziergang simuliert oder eine Waldluft. Und man kennt ja auch die Studien,
immer wieder von denen man hört, dass dann doch auch was Psyche, Depressionen und das ganze Thema angeht, da Waldbaden auch eine Möglichkeit ist. Können Sie sich vorstellen, dass es dann wirklich über die Atmung den gleichen Effekt hat, wie wenn ich Waldbaden gehe? Auch auf die Psyche? Ja, Herr Gott, ich meine, wenn Sie am 100. Stockwerk in einem Gebäude in Tokio arbeiten, nicht wahr? Haben Sie Schwierigkeiten, zu einem Wald zu kommen. Mm. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, wenigstens mal einmal oder ein paar Mal in der Woche einen Waldspaziergang zu machen und zu atmen und zu verstehen, was die überhaupt dabei machen, nicht wahr? Das Einatmen von Waldluft. Ich habe schon einige Leute hier in meiner Umgebung gesehen. Ich habe sehr viel Wald um mich herum, die morgens nach ihrem Spaziergang sich an einen Baum umarmen, nicht wahr? Und beten. Es ist mir egal, was sie beten, an welchen Gott sie beten, solange sie verstehen, dass sie an ihrer Energie arbeiten. Und Wald ist Gesundheit, frische Luft ist Gesundheit, nicht wahr? Mhm. Und das kann man nicht ändern, nicht wahr? Ich meine, wenn Sie an der Straßenecke von einer Stadt leben, die sehr viel Verkehr hat, nicht wahr? Wo die Behörden sehr großzügig sind mit der Qualität der Auspuffe der Autos, nicht wahr? Dann sind sie aufgeschmissen, nicht wahr? Dann werden sie leider ihre Lungen dazu gewöhnen müssen, schlechten Sprit zu bekommen. Und da werden sie halt keine 80 Jahre alt, sondern nur 60. Wenn sie in einer Kohlenmine arbeiten, diese Arbeiter, nicht wahr? 80 Meter in der Tiefe der Erde, diese Arbeiter, wenn sie 34, 35 Jahre alt sind, sind wie 80-Jährige. Hm. Hat man noch Regenerationsmöglichkeiten, dass wenn man sagt, okay, man leidet jetzt eben an dieser ganzen Thematik, ist es nur so wie so ein Stillstand oder hat die Lunge auch die Möglichkeit, sich zu regenerieren? Ich bin, ohne irgendwie apokalyptisch zu werden, ich bin damit einverstanden, dass der liebe Gott eine wunderbare Maschine gemacht hat, die auch die Möglichkeit hat, sich zu regenerieren. Aber um einen Regenerationsprozess anzufangen, muss man erstmal verstehen, was regenerieren ist, nicht wahr? Und das alles hat mit Energie zu tun, nicht wahr? Wenn ich sie zum ersten Mal sehe, sie gefallen mir nicht. Mhm. Ja? Das ist der energetische Eindruck, der erste, den ich bekomme. Wie funktioniert aus Ihrer Sicht Regeneration am idealsten? Wenn Sie sagen, man muss erstmal verstehen, wie Regeneration funktioniert, was ist da für Sie wirklich der ausschlaggebende Punkt? Was braucht der Körper dafür? Ich habe leider zu viele Kleinkinder oder nicht mal nicht geborene Kinder, wo die Mütter im sechsten oder im fünften Monat sind und man denen eine Diagnose gegeben hat, dass die Lungen des Babys oder des Fötus nicht gereift ist und dass man denen eine Spritze geben muss. Herr Gott, wenn die Lungen nicht gereift sind im mütterlichen Körper, da hapert es irgendwo. Diesen Müttern gebe ich 20 oder 30 Sitzungen, jeden Tag eine Sitzung von 21 Minuten und sehe das Wunder. Die Kinder kommen auf die Welt mit gereiften Lungen, mhm, ohne Spritze für 1 Million Pesos bezahlen zu müssen, nicht wahr? Mhm. Also es ist das Verständnis vom menschlichen Körper und ich weiß, ich würde meinen heutzutage, dass die Erziehung wenigstens bei uns in der Schule und in den Universitäten noch sehr mangelhaft ist in Beziehung auf den menschlichen Körper. Ja, definitiv. Wie erging es Ihrem Bruder damals, wo der in Deutschland studiert hat und dann die alternativen Medizin nach Kolumbien gebracht hat? War da für ihn auch so ein
ein Wandel im Denken dann irgendwann? Weil man kommt ja eigentlich eher, wenn man aus der Schulmedizin kommt, nicht gleich auf eine Alternativtherapieform. Er hat einige Jahre Erfolg durcherleben müssen. Wie er von Deutschland kam, der Doktor, der in Deutschland studiert hat und so weiter, eine wunderschöne Praxis und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dass in den ersten Jahren mein Bruder German war der Dr. Kilder in Cali. Cali ist eine 4 Millionen Einwohnerstadt, nicht wahr? Und es hat alles funktioniert und so weiter und sehr viele Patienten, sehr viel Wohnstand, sehr viele Partys und so weiter. Bis eine Patientin ihn gefragt, eine deutsche Dame unter anderem, die ein wunderbares Brot backte zu der Zeit, hat ihn gefragt, Herr Dr. Duque, Sie waren so viele Jahre, 12 Jahre in Deutschland, haben Sie nie was von Homöopathie gehört? Hat er gesagt, nein. Dann lesen Sie dieses Büchlein. Die hat ihm so ein kleines Büchlein geschenkt, um ihm die homöopathischen Augen zu öffnen. Darauf hat dann mein Bruder seine Praxis aufgegeben, hat das schöne Gebäude, was mein Vater für ihn gebaut hatte, für die Praxis, Labor und so weiter, ihm die Schlüssel zurückgegeben, hat gesagt, ich gehe wieder nach Deutschland zurück, ist wieder nach Deutschland zurückgegangen, hat sich in dieses ganze, in die ganze Welt der Außenseiter, nicht wahr, irgendwie eingedrängt, nicht wahr? Und dann hat er das, damit hat er mich dann angesteckt. Und so haben wir angefangen, diese ganzen Disziplinen nach Kolumbien zu bringen. Und nicht nur nach Kolumbien. Ich bin in den ganzen lateinamerikanischen Ländern mit den deutschen Professoren als Übersetzer gereist, um diese Disziplinen den Leuten näher zu bringen. Abschließend, wie würden Sie jetzt nochmal die Technologie beschreiben oder wenn auch die Menschen sich da reinlesen möchten, was gibt's da einfach aus Ihrer Sicht nochmal Nennenswertes zu erklären? Ich glaube, das Erste, was man tun muss, ist, man muss in der Reife muss, ich hasse das Wort Reife, weil von der Reife wird dann verfault, nicht wahr? Aber in der Reife muss man sich jetzt mal fragen, esse ich das, was ich essen muss? Denke ich, was ich denken muss? Behandle ich meine Familie und meine Mitbürger, wie ich sie behandeln muss? Also die Fragen sind Autofragen, die man sich beantworten muss, nicht wahr? Und dann wird man sehen, dass wenn man richtig isst, richtig atmet, sich richtig benimmt, wie man es in der Schule sagt, nicht wahr? Das Ganze sich besser aussieht, nicht wahr? Und dass das Konzept von Lebensqualität wirklich verstanden werden kann. Schön. Vielen Dank, Herr Dr. Duque, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch alles Gute und bleiben Sie weiterhin so fit mit Ihren 80 Jahren. Und ich danke Ihnen sehr und vielen Dank nochmal für das Interview. Sobald Sie mich brauchen, der Guido Birte hat meine Telefonnummer, meine private Nummer, wie gesagt, und Sie haben ab jetzt einen Freund hier in Kolumbien. Ja, okay? Schön. Vielen Dank. Alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüsschen. Ciao. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Berührend, inspirierend, wie doch in Deutschland sich alternative Technologien sogar bis nach Kolumbien ausgebreitet haben und doch immer den ein oder anderen Tipp dann für uns auch noch parat hält. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.